Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich sitze genauso wie ihr zu Hause. Heißt aber nicht, dass man da keine Videos aufnehmen kann. Und zwar möchte ich heute die Timelapse-Funktion von meiner Insta360ONE X-Kamera testen. Ich habe sie hier neben mir schon mal aufgebaut, weil der Hintergrund ist, meine kleine Tochter wird jetzt bald 4 Jahre alt, also in einer Woche ist es soweit. Und wir haben ihr zum Geburtstag einen Spielturm, also so einen Kletterturm mit Schaukeln und Rutsche bestellt. Der Spielturm, der soll jetzt gleich geliefert werden und dass wir nicht im Haus drin verrückt werden, denke ich, macht es Sinn, diesen Spielturm jetzt schon mal aufzubauen. Und diesen Aufbau des Spielturms möchte ich mit meiner Insta360ONE X aufnehmen und zwar in der Timelapse-Funktion. Also eine Zeitraffer-Funktion, die mit Hilfe der Handy-Software aktiviert wird und dann spuckt mir die Kamera nach dem Aufbau oder nach Stoppen der Aufnahme eigentlich das fertige Timelapse-Video heraus. Man muss beachten, die Kamera kann 45 Minuten am Stück aufnehmen, aber ich habe 3 Akkus insgesamt und kann die dann ganz easy wechseln. Und freue mich jetzt schon, wenn der Spielturm kommt, um den aufbauen zu können. Jetzt zeige ich euch noch kurz, wie ich das einstelle, um die Timelapse-Funktion aufnehmen zu können. Klar, ich muss jetzt hier erstmal die Insta360ONE X auf ein stabiles Stativ stellen. Ich habe jetzt hier diesen Selfie-Stick mit dazu gekauft zur Insta360ONE, nur der macht Sinn. Und dann gibt es hier einfach den Anmachknopf, den drücke ich jetzt hier mal direkt an der Kamera. Jetzt ist sie im Standby. Und als nächstes muss man jetzt eigentlich nur die Insta360ONE X Kamera mit dem Handy verbinden. Dafür öffne ich die Software und zeige ich jetzt direkt im Display, wie ich es mache. Drücke hier auf das Kamerasymbol. Jetzt sagt ihr mir schon, ja, okay, die Kamera ist verbunden und kann mich hier schon ansehen. Hallo! Und jetzt wähle ich die Videofunktion. Also ich klicke hier unten in der Bildmitte auf die Videofunktion und dann ganz rechts auf den Schalter Einstellungen. Und hier kann ich einfach auswählen, was ich denn aufnehmen möchte. Und zwar wähle ich jetzt hier den Modus aus. Zeitraffer heißt der Modus. Das ist jetzt der Modus ganz rechts. Zack, den drücke ich. Jetzt kann ich noch entscheiden oder auswählen, möchte ich, dass die Kamera alle 2 Sekunden ein Bild macht oder alle 5 Sekunden. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass ich den ganzen Tag, wahrscheinlich auch 2 Tage mit dem Aufbau beschäftigt bin und dass das eher langsam vonstatten geht. Ich hoffe ja auch, dass mir meine Nachbarn ein bisschen helfen. Und da wähle ich jetzt nicht alle 2 Sekunden, sondern alle 5 Sekunden ein Bild. Und das sind jetzt eigentlich schon die Einstellungen, die ich getroffen habe. Alles im Automatikmodus, weil wir haben gutes Wetter, die Sonne scheint ja und da muss ich jetzt keine ISO-Begrenzung oder irgendwas anderes einstellen. Also ich bleibe im Automatikmodus, drücke jetzt den Record-Button, zack und die Aufnahme läuft. Jetzt macht die Kamera alle 5 Sekunden ein Foto. Jetzt warte ich noch kurz, bis der Laster kommt mit der Palette oder den Paletten. Wenn ich den Spielturm dann letztendlich irgendwann aufgebaut habe und alle Videos hier in der App gespeichert sind, kann ich die ganz easy ausgeben und als ein kleines Timelapse-Video euch zur Verfügung stellen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat und die Zeitraffer-Funktion, schaut euch gerne mal die genauen Spezifikationen und technischen Details dieser Kamera an. Die kann ja unheimlich viel mehr. Ich habe die auch immer wieder in meinem Fotorucksack, um einfach eine Zweit- oder Drittkamera mitzunehmen, um die Location, an der ich meistens draußen filme, auch aufzunehmen. Also ich bin hochzufrieden mit dem Teil. Man muss nur beachten, die kann nur 45 Minuten am Stück aufnehmen. Man sollte ein paar Zusatzakkus immer einpacken. Jetzt bläst mich der Wind hier gleich weg. Ansonsten sage ich ciao, euer Sigi vom Ammersee. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos und bleibt gesund, Leute. Ciao.